Schönen guten Abend. Ich möchte jetzt keine Rede ablesen, aber mir wurde es gesagt, das muss sein, weil die Rede schon in Übersetzung vorliegt. Ist vielleicht auch besser, wenn ich hier nur im palästinensischen Dialekt rede und der Dolmetscher mich nicht versteht. Eine unbegründete Furcht. Deswegen lese ich jetzt meinen bescheidenen Text ab, auch wenn da Fehler drin sind, insbesondere bei den Endungen. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen weiten Weg gehen würde, um hier vor Ihnen zu stehen und zu diesem Anlass, der mich sehr bewegt hat, zu Ihnen zu sprechen. Meiner Wahl als Gewinnerin des Ibn Rushd-Preises für freies Denken aus insgesamt 18 Künstlern und Musikgruppen aus 8 arabischen Ländern. Es ist, als ob diese Ehrung, die den Wert des freien Denkens in sich trägt, zu mir gekommen ist, um mir zu sagen, wir wissen, dass du mit deinen für Recht und Freiheit unterstützenden Prinzipien richtig liegst. Als meine Mutter mich überredete, ein altes palästinensisches Wiegenlied zu singen, das sie mir beibrachte, ein Lied, das die Geschichte des Leidens der palästinensischen Mütter unter der Besatzung und Unterdrückung und vom Leben als Flüchtling in der Fremde erzählt. Ich war 16 Jahre alt, konnte damals aber noch nicht ahnen, dass dieses Wiegenlied der Schlüssel zu meinem künstlerischen Werdegang werden sollte. Es wurde von Dorf zu Dorf und Stadt zu Stadt weitergetragen. Das Wiegenlied wurde mit meinem Namen verbunden. Meine Mutter sagte damals, Singen ist eine Art von Widerstand und auf diese Weise wurde das Wiegenlied zur Identität und Botschaft, dass das Schicksal des palästinensischen Volkes auf die Bühnen der Welt brachte. Liebe Freunde, ich bin nicht ausschließlich Künstlerin, die auf Bühnen auftritt und für die Menschen singt, um ihnen Freude zu bereiten. Ich habe mich mein ganzes Leben auch bemüht, meine Hörer zu motivieren, nicht neutral zu bleiben, sondern, und wenn auch nur für einen Moment, darüber nachzudenken, was auf der anderen Seite der Welt passiert. Mein eigentliches Anliegen waren die wahren Geschichten, von denen meine Lieder handeln, von Palästina und von dem, was dort geschieht. Immer widmete ich mich ihnen, um der Welt vom Leiden meines Volkes zu berichten. Die Besatzungsmacht versucht immer, uns im Westen als Barbaren zu verkaufen. Die Barbarei der Palästinenser. Aber sie steht hilflos davor, jenen, die mit ihrer Kreativität und Kunst alle Grenzen überwinden, denen es gelingt, der Welt das Leiden der Palästinenser zu vermitteln. Mein Ansporn war, das belagerte Palästina überall, wo ich mich befand, hin mitzunehmen. Meine große Liebe zu Palästina war für mich aber kein Hindernis, mich auch anderen Fragen im Zusammenhang mit der Freiheit in der arabischen Welt zu widmen. Ich sage nicht, dass dies einfach für mich war. Wegen meiner Unterstützung solidarischer Kundgebungen in Tunesien beispielsweise, so wurde ich von der politischen Polizei unter Ben Ali verfolgt. Meine Lieder durften in den meisten tunesischen Rundfunksendern nicht gesendet werden. Ich wurde auch zu keinem Konzert eingeladen. Das alles geschah, weil ich mich mit den Menschen im Bergbaugebiet von Houd al-Manjami solidarisiert hatte. Damals wurden alle Medien zensiert, um zu verhindern, dass Informationen nach draußen kommen. Ich schickte eine Botschaft durch ein Video, das ich in den sozialen Medien veröffentlichte. Ich solidarisierte mich auch mit den tunesischen Studenten, die wegen ihrer politischen Aktivitäten in der tunesischen Studentenunion Zwanzegg matrikuliert wurden. Sie traten für mehr als 50 Tage in einen Hungerstreik. Daraufhin schrieb ich eine Petition, die ich im Internet veröffentlichte und sammelte Unterschriften zu ihrer Unterstützung. In einigen arabischen Ländern bewegte ich durch meine künstlerische Aktivität die Menschen dazu, in ihren Ländern vor der tunesischen Botschaft zu protestieren. Ich hatte auch die Ehre, die erste arabische Künstlerin zu sein, die 6 Wochen nach dem Sturz von Ben Ali nach Tunesien eingeladen wurde, 2011, als Anerkennung meiner anhaltenden Unterstützung, um mit dem tunesischen Volk seine Revolution zu feiern.
Ab diesem Zeitpunkt reise ich jedes Jahr nach Tunesien und um an den Veranstaltungen, beispielsweise in Sidi Bouzid oder Rigab, teilzunehmen. Ich nahm auch teil an einer Protestaktion für tunesische Künstler und Kulturschaffende, die mit falschen Anschuldigungen verhaftet worden waren. Was Syrien betrifft, so wurde ich heftig angegriffen durch die Anhänger des syrischen Regimes und deren Schabiha-Milizen, aber auch von Palästinensern wegen meiner Unterstützung der syrischen Revolution. Alle, die das Regime unterstützen, erklären jeden, der gegen das Regime ist, zum Anhänger der Nusra-Front oder von ISIS. Wie Sie wissen, ist das ein Versuch, unsere Positionen zu verfälschen. Als ich mich dem internationalen Konvoi für humanitäre Hilfe Hayat anschloss und das Umland von Aleppo bereiste, welches unter Beschuss und von Blut und Zerstörung gekennzeichnet war, wurde ich vom israelischen Geheimdienst Shabak verhört, mit der Begründung, Feindesland betreten zu haben. Man drohte mir mit Gefängnis und einer Geldstrafe, sollte ich es wiederholen. Wegen meiner klaren Haltung und meiner Unterstützung für freiheitsbezogene Themen wurde ich inoffiziell von einigen Festivals boykottiert. Wahrscheinlich fragen Sie sich jetzt, ob das alles wirklich nötig ist. Warum soll ich mich als Künstlerin, Sängerin und Komponistin der Gefahr aussetzen und mich demütigen und bedrohen lassen? Die Antwort ist immer die gleiche. Palästina hat mich gelehrt, die Freiheit als das Allerheiligste zu ehren. Palästina lässt sich nicht zerteilen und nach Belieben deuten. Es lässt sich auch nicht individuell maßgeschneidert zusammenflicken. Ich stellte fest, dass ich nicht in der Lage war, über die Rolle des Zuschauers einzunehmen. Informationen, die ich wie jeder gewöhnliche Mensch auch aus den Medien hörte. Ich stellte fest, dass ich in meinen Liedern und meinen Stellungnahmen nicht auszudrücken vermochte, was sich in Palästina ereignete, ohne real zu erleben, wie sich die Belagerung für einen Bewohner des Flüchtlingslagers oder die Bombardierung und das stundenlange Warten an den Checkpoints anfühlt. Ich musste das alles selbst erleben, um ehrlich zu mir selbst zu sein, wenn ich über Palästina spreche. Ich erinnere mich auch, dass ich zu Beginn der zweiten Intifada Israel bombardierte mit Flugzeugen und Kampfhubschraubern palästinensische Städte, Dörfer und Viertel, dass ich nicht zögerte, die Einladungen zu Solidaritätskampagnen in den Orten, die bombardiert wurden, anzunehmen. Während meiner Besuche dort, um dort für die durch Bombardierung und vom Anblick von Blut und Zerstörung verängstigten Kinder zu singen, entkam ich mehrere Male nur knapp dem Tod und wurde mehrmals verletzt. Auch in meiner Erkrankung an Brustkrebs fand ich eine Lehre. Es gab für mich einen starken Grund, ihr Widerstand zu leisten, denn die Krankheit ist wie eine Besatzung, der ich Widerstand leisten musste, wie ich der Besatzung Palästinas Widerstand leiste. Beide, die Krankheit und die Besatzung, belagern unsere Körper gegen unseren Willen. Das hat mir dabei geholfen, geheilt zu werden. Ich möchte an dieser Stelle einige Personen nennen, die in meinem Leben einen großen Einfluss auf mich hatten. Als erstes wäre meine Mutter zu nennen, dann die palästinensische Kämpferin Leila Khaled, die algerische Kämpferin Jamila Bouhairet, die libanesische Kämpferin Sana Haidle. Für mich stehen diese Frauen für die Bedeutung von Widerstand und Freiheit. Jede von ihnen wählte den schwierigsten Weg für ihre Sache. Es gibt verschiedene Wege des Widerstandes, aber das Ziel ist immer das gleiche. Die Freiheit für das eigene Land zu erlangen, gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung Widerstand zu leisten. Schließlich möchte ich mich auch bei all jenen bedanken, die mich unterstützt, mir Beistand geleistet und an meine Fähigkeiten und Prinzipien geglaubt haben, meinen Kindern bei Lisan, Umran und Orsalem, meiner Mutter, der Dichterin Zahra Sabar, meinem Bruder Firas Banna,
meinen Freunden, die mir im Glück und in Krisenzeiten beigestanden haben, und bei Erik Hillestad aus Norwegen, Produzent meiner Alben. Ohne ihn und der KKV hätten meine Lieder nicht so schnell in Europa und in der arabischen Welt Verbreitung gefunden. Erlauben Sie mir auch, meinen Gruß an den Menschen zu richten, der mein Leben stark beeinflusst hat, insbesondere auf menschlicher und kreativer, musikalischer Ebene. Er befindet sich bis heute noch in Aleppo, trotz der dort weitergehenden Bombardierung und Zerstörung. Danke für alles, Nabil Samarji. Ich danke auch meinen Freunden auf Facebook und Twitter und allen, die mich unterstützen, ermutigen und motivieren, weiterzumachen. Ich möchte mich hier auch herzlich beim Ibn Rushd Fund für den Preis für Freies Denken 2013 bedanken und bei den Mitgliedern der Jury, die mich gewählt hat. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, und mein letzter Dank gilt Palästina, dem Land, das mich geboren hat und immer die Quelle meiner Inspiration bleiben wird. Danke.